In einer der wirtschaftlich reichsten Regionen auf diesem Planeten, in Deutschland, wo es von vielem genug gibt und von manchem zu viel, da gibt es einen neuen Mangel. Verkehrsunterricht in einer Hamburger Grundschule. Also es ist so, dass viele Kinder vom Rad fallen. Die fallen bei irgendeiner schwierigen Situation einfach vom Rad. Und je mehr Anforderungen gleichzeitig auf ein Kind zukommen, umso eher geraten sie in Panik. Oder wie eben das eine Kind, das dann anfing zu weinen, als er dann ein paar Fehler gemacht hatte und seinen Ansprüchen, die er an sich selbst hatte, nicht genügte. Da gibt es dann auch in der Praxis regelrecht Panik. Die Kinder fahren wie blind in den Verkehr hinein. Wir haben also nicht mehr das Kind, das mit dem Körper im Einklang ist, sondern wir haben mehr und mehr Kinder, wo der Körper fast wie ein Fremdkörper wird. Sie können mit ihrem Körper nichts Richtiges anfangen. Sie sind entweder vollkommen steif oder sie fallen sozusagen in sich zusammen. Es fehlt das gelassene Kind. Ein Kind, das man gelassen hat. Das ist dann auch gelassen. Sind alle zu bemüht, die Kinder. Oder eben verzweifelt, dass sie es nicht schaffen. Aber dass jemand sagt, das kann ich nicht. Na ja, gut, probiere ich später mal. Das Kind, das gibt es kaum mehr. Günther Lefeber gibt seit 30 Jahren Verkehrsunterricht. Seine Beobachtungen an Kindern haben den Polizisten zum Kritiker einer Lebensweise gemacht, die sich immer größere und fernere Ziele vornimmt, die Wege zu den Zielen dabei aber planiert. Das autonome Selbst ist mobil und unterwegs. Was es aufhält, wird geopfert. Zuallererst das Spiel und die Spielenden. Das Spiel wird von denen, die wegstreben, verachtet. Kinderei. Es könnte sie auf dem Weg zur fertigen Welt nur aufhalten. Solange Kinder so viele Lebensprobleme in die Schule mitbringen, die ihnen kein anderer Mensch löst, Eltern bestimmt nicht das Fernsehprogramm, nicht die Wahrnehmung, die sie in der Straße haben, langweilige Straße, nicht mal kein Stück Natur mehr für die meisten Kinder, keine Erwachsenen, die sie auf ihre Tätigkeiten einlassen. Also ich sage, in einer Welt, in der man seine Probleme nicht anbringen, nicht besprechen, nicht verständlich machen, sich verständlich machen kann, muss es eine Instanz geben. Die Schule ist dafür nicht gedacht gewesen, das gebe ich zu. Aber nun ist sie die alleinige Einrichtung, die dieses könnte. Da sitzen Pädagogen, die wissen, was ein Kind braucht, wissen sie angeblich. Und in vielen Fällen wissen es auch wirklich, nicht wahr? Es steht ja zum Beispiel bei dem Rousseau. Es steht ja bei den großen Pädagogen so viel Gutes. Nur wir machen es nicht. Wir Lehrer müssen da Unterrichtsbeamte sein. Noch einmal, es muss diese Schule sich dazu bequemen, die Lebensprobleme der Kinder zu behandeln, damit sie überhaupt an die Lernprobleme herankommen. Die überlagern das ja vollkommen. Die Laborschule in Bielefeld, von Hartmut von Hentig gegründet, versucht auf die verarmte Kindheit zu antworten. Schon in der Architektur unterscheidet sie sich von anderen Schulen. Dieses ist das Haus für die Vorschule und für die ersten beiden Klassen. In der Laborschule herrschen keine vermeintlichen Ziele über die Gegenwart. Die Ausrede, das ist fürs spätere Leben wichtig, gilt nicht. Erst muss Gegenwart gewonnen werden.
wenn Kinder im Schulzoo ihrem Fürsorgewunsch nachgehen dürfen und ihrer Liebe zu Tieren, dann erübrigt sich die geschwollene pädagogische Rede von Verantwortung. Man erinnert sich hier an einen Satz des Dichters Elias Canetti. Die furchtbarste aller Welten würde eine sein, in der es keine Tiere mehr gibt. Die meisten Kinder leben in einer Welt ohne Tiere. Die Laborschule, eine Arche Noah für etwas, das bedroht ist: Kindheit und Spiel. Dollar, Rubel, Dinar, kurz das ganze Geld. Und jetzt hat das sich im Alt. Die alte Schule des Stillsitzens hat diszipliniert. Selbstdisziplin hat sie nicht gefördert. Sie hat den Körper verleugnet. Dem Geist hat das wenig genützt. Die Laborschule will ein Ort für Kinder sein, keine Anstalt zur Abrichtung von Schulkindern. Wohin gehen wir denn? Baute er sich vor der Wunschmaschine auf und sagte, ich wünsche, dass dieser dumme Waschkopf hier aus dem Zimmer... Nicht wahr? Rousseau war ja nun nicht nur irgendein Gedanke. Es war doch der Gedanke, ihr mit eurer hochentwickelten Kultur misshandelt ununterbrochen euer wichtigstes Organ, euren sinnlich-physischen Körper, der doch beteiligt ist an dem Lernen und der von der Sinneswahrnehmung bis zur Sexualität euch in einem hohen Maß bestimmt. Den könnt ihr nicht dauernd beschwindeln und einwickeln und pervertieren. Der muss zum ersten und wichtigsten Bundesgenossen werden. Ich bin nicht nur Kopf, und ich bin nicht nur Hand. Die Hand unter den Kopf tut Törichtes und der Kopf kann nicht einmal alleine fressen. Also es gehört alles dieses zusammen. Nimm deinen Körper auch ernst, nimm ihn wahr als ein wunderbares Instrument. Schärfe deine Sinne, red nicht immer so gescheit über die Welt daher, ohne dass du sie gesehen hast, nicht wahr? Also Erfahrungslernen in dem Sinn. Die anderen, das war vielleicht mehr Gegenstand. Hier ist die Weise, in der wir die Welt wahrnehmen sollen, wichtig. Die Weise, wie in der Schule gelebt und gearbeitet wird, prägt die Schülerinnen und Schüler nicht so sehr, was dort alles unterrichtet wird. Das Haus für Schüler von der 3. bis zur 10. Klasse ist eine kleine Polis. Das Ideal der Laborschule ist die überschaubare Gemeinde. Sie bereitet den Schritt von der Familie in die Gesellschaft vor. Informationen haben die meisten Kinder genug. Ihnen fehlt die Übersicht. An Gelegenheiten, sich auszusprechen, mangelt es in ihrem Alltag. Sie haben zumeist gelernt, zu funktionieren. Aber ihnen fehlt die Fähigkeit, sich selbst zu organisieren. Vor allem das Spiel ist verkümmert. Die Laborschule will stärken, was im alltäglichen Leben der Kinder zu kurz kommt. Die Stammgruppe entspricht etwa einer Klasse. Die Stammgruppe gestaltet sich ihre Nische in einer Schule, die keine Idylle ist. Das Motto der Laborschule: die Dinge klären und die Menschen stärken. Auffällig die Lust, mit der die Kinder im 4. Jahrgang sich Geschichten ausdenken und aufschreiben. Die Kinder wüssten, wir müssen gerechnet haben, wir müssen Rechtschreiben geübt haben. Und sie sagen, sie nehmen sich was vor. Das tun sie meistens schon auf dem Schulweg hierher oder abends im Bett. Und wenn sie morgens ankommen, dann wissen sie, woran sie arbeiten. Oder sagen das schon vorher. Und heute will ich mit Jan zusammen die Couscous-Geschichte schreiben. Und morgens in der Arbeitsbesprechung frage ich das ab, was arbeitet ihr heute? Und dann sagen sie, was sie machen und was sie arbeiten, also was sie üben und was sie sich vorgenommen haben. Und dann nutze ich diese Zeit auch für Unterricht in kleinen Gruppen. Kinder müssen schon lebenstüchtig werden. Und dazu gehört auch, dass sie viel können. Also sie müssen schon viel können, die können aber viel auf diesen Wegen, weil sie so belastbar sind, auch mit Übungsformen. Die können, weil sie so das Gefühl haben, sie kommen zu ihrem Recht und sie dürfen auch das machen, was ihnen wichtig ist, kann ich auch lange, knallharte Übungen von ihnen verlangen. Das machen sie dann. Wir sagen immer so, das ist so wie Geschirrspülen nach einem Festmahl. Und es muss sein und das gehört dazu und das machen sie dann auch.
Die Margit schreibt, Margit und Kitty schreiben Mrs. Evans. Nachher wird aber die Mrs. Evans auch mal schreiben, von Catch nämlich. Sag mal, schreibt ihr alle an der gleichen Geschichte? Nein. Was schreibt ihr denn? Also ich schreibe mit Stefan zusammen, mit ihm zusammen an einer Geschichte. Also ganz lange habe ich alleine geschrieben an einer Geschichte, die heißt das Couscous-Cookie. Das ist ein Couscous, was in Australien im Regenwald lebt. In dieser Klasse schreiben alle oder die meisten ganz freiwillig Geschichten, ja, oder wie geht ganz das? Freilich, ja, nur so wie sie wollen. Jetzt in der Arbeitszeit können wir an Arbeitstagen machen, was wir wollen. Und warum schreibt ihr gerne? Ja, weil wir immer was Schönes, wir wollen öfters was Schönes erfinden. Ja, und auch was vorlesen in der Versammlung. Schreiben wird in der Laborschule als Mitteilung an andere kultiviert und nicht geübt, weil man es irgendwann mal brauchen wird. Lesen, dessen lateinischer Wortursprung legere, ursprünglich sammeln heißt, etwas sammeln und sich sammeln, lesen gelingt nur, wenn diese Lust am Sammeln nicht gekränkt wird. Nicht lesen wie ein Sprechautomat. Joghurt und Sahne regnete. Hokus pokus, Hexe, Hexe, das Wetter soll sich ändern. Jetzt kommt Mimi, sie hatte den Spruch wohl mal üben müssen. Zweiter Teil folgt. In der Laborschule ist es so erfüllend und es ist auch zugleich so anstrengend, so absorbierend, so anspruchsvoll, dass sie nicht weiter darüber nachdenken, wie verwerte ich denn das später? Und die Schule zieht sich damit immer ein bisschen den Vorwurf oder den Verdacht wenigstens zu, sie mache hier eine Idylle auf Kosten der Zukunft. Das ganze Gegenteil ist der Fall. Die Kinder kommen mit einem Fundus von Zuversicht, von persönlichem Glück, von vor allem Wahrnehmung, was sie selber können und nicht können, in die Welt. Und dann ordnen sie sich schon ganz gut ein, während die anderen mit einem Rucksack voller Wissen, Vorstellungen davon, was man da für eine Karriere machen kann oder nicht, hinausgehen. Plötzlich ist alles ganz anders. Und sich selbst haben sie anders als an Schulaufgaben nicht erprobt, nicht an Lebensaufgaben. Die Laborschule fährt aufs Land. Zu ihren Visionen gehört, Unterricht so oft wie möglich auszusetzen. Entschulung heißt das. Während der Pubertät soll künftig Schule sogar für wenigstens ein Jahr ausfallen. Dann sollen die Jugendlichen entweder einen verfallenen Bauernhof restaurieren oder sich in England durchschlagen, sollen raus ins Leben. Die vierte Klasse setzt den Schulunterricht nur für eine Woche aus. Den obersten Daumen erst zudrücken und dann den unteren. So, tu mal streifen. Will noch einer mehr? Ja. Lass die anderen mal. Der Dichter Elias Canetti schreibt, alles, was die Menschheit im Laufe ihrer Geschichte geworden sei, verdanke sie Tieren. Ohne Tiere könne auch der Mensch sich nicht entwickeln. Eine Welt ohne Tiere sei für Menschen die Hölle, denn sie verleugnen dann, dass sie nicht nur Geist, sondern ebenfalls Tiere sind, besonders unvollkommene und fehlerhafte Tiere zwar, allerdings solche, die bisher aus ihrer Schwäche was gemacht haben. In dieser Woche auf einem Münsterländer Bauernhof lassen die Kinder ihre Seele baumeln. Kein Programm. Dafür entwickeln sich Dinge, die man nicht hätte planen können. Mit einem Sportstudenten, der als Praktikant mitgefahren ist, entdecken einige Kinder an sich akrobatische Fähigkeiten und wollen tagelang nur nichts anderes als diese kleine Kunst üben. Immer wieder üben. Neues entsteht spielerisch. Der Plan, auch der Lehrplan, kann das Bekannte nur wiederholen und verlängert die Vergangenheit in die Zukunft. Der Plan versucht, die Abweichung und den Fehler auszumerzen. Damit werden aber auch die Einfallstore für das Neue dicht gemacht. Felix,
Das Neue kommt unerwartet, es kommt aus dem Nichts, wie der Physiknobelpreisträger Gerd Binnig schreibt. Kreativität entsteht und lässt sich nicht planen. Das Neue kommt spielerisch. Aber Neues kann nur entstehen, wenn es unverplante, freie Räume gibt. Der Mangel an solchen nicht vollgestopften Räumen und nicht durchgeplanten Zeiten ist einer unserer gesamten Lebensweise. Eine Krise der Kultur. Es gibt drei Erzieher, die Natur, die macht das von alleine, die kann man behindern. Die Sachen, das war's hier, nicht? Die Umstände, die Sachen und die Menschen sind die Schwächsten. Von den drei Erziehern sind die Menschen die Schlechtesten. Belehrenden, nicht wahr? Also wenn sie belehren wollen. Und wenn sie es gut machen, dann führen sie an die Sachen heran. Scheiße, ich hab schon wieder tiefsten Spruch. Oh. Danke, Paul. Ja. Super. Ja, was? Zeig mal den. Der hat ein Papier in der Hand gemacht. Warte, Paul. Ja. Geht nicht runter. Oh, die scheint mir einen Stachel zu haben. Was ist denn das für ein Oder kackt die gerade? Mal sehen. Leg mal hin. Wir legen die auf den Stein. Oder oh. wir machen das leichte Exekutiermanöver. Zu uns dahin, bleiben ein Steinrappe. Oh, du bist gemein. Oh, stur klug. Pass auf, die stürzt gleich wieder ab. Wie entsteht aus dem Nichts ein Spiel? Wie kommt Kreativität auf? Vielleicht hat er zu viel Schnaps getrunken. Er lebt noch. Die Kinder haben in der Sandgrube Insekten entdeckt, die sie nicht kennen. Sie sehen so ähnlich wie Ameisen aus, sind nur viel größer. Die Kinder nennen sie B-Meisen. Die B-Meisen wollen sie nun fangen und zu Ameisen umschulen. Paul, tut mir leid, ich muss jetzt leider gefangen nehmen. Die ist zu schnell. Der kleine Scheißkäfer hier, den können wir ruhig im Auge. Wo ist denn jetzt die B-Meise? Ach, die B-Meise ist ab. Die haut ab. Aber wir haben keine Glasscherben mehr. Für die B-Meisen werden im Sand eifrig Käferschulen, Insektenkrankenhäuser und Gladiatorengefängnisse gebaut, damit die Umschulung von der B zur A-Meise auch wirklich gelingt. Alles wie im richtigen Leben. Wenn du alle Scherben hast und andere, gut wie gar keiner. Ja, ihr wollt ja hier. Angefangen hat das Spiel damit, dass die Lehrerin den Kindern zunächst verboten hatte, in dieser Sandgrube zu spielen. Wegen der Glasscherben sei es zu gefährlich. Dann setzten die Kinder durch, spielen zu dürfen, wenn sie die Glasscherben vorher auflesen. Aus dem Auflesen der Glasscherben entstand das Spiel, eine Stadt für Insekten aus Glasscherben zu bauen. Das ist gut. Ja. Ja, dann machen wir das. Wir bräuchten jetzt eine riesige. Ich mache es schon seit 12 Jahren und ich mache von Jahr zu Jahr weniger Programm. Früher habe ich immer noch gedacht, unter anderem, weil man ja auch was ausfüllen muss, was man auf Landschulhalben aufenthalt, wie man die vorbereitet und was man da lernt. Und da habe ich dann immer noch gedacht, man müsste diesen idyllischen Bauernhof da vergleichen mit einer Käfighühnerfarm oder mit einer großen Schweinefarm, wo es dann alles so unmenschlich, untierisch zugeht. Und die Kinder haben das auch mitgemacht, mehr oder weniger freundlich interessiert. Aber eigentlich habe ich sie immer gestört bei ihren Spielen. Und je mehr ich das gemerkt habe, dass ich sie bei ihren eigenen Vorhaben gestört habe, umso zurückhaltender bin ich damit geworden. Und ich denke, so dieses eigene Zeit haben, ungehetzt und unverplant und so mit Gleichgesinnten verbringen und vergnüglich und möglichst friedlich, das brauchen sie viel mehr als irgendwas über Käfighühner. Und es ist nicht so, dass es nicht unwichtig ist, aber es muss sich ergeben. Also wenn man Kindern zuschaut, wie die Welt erfahren, die gehen, glaube ich, nach dem Lustprinzip vor. Da benutze ich ganz gern das Beispiel mit dem Würfel. Das Kind, also bei meinen Kindern war das so, die haben stundenlang Würfel in der Hand rumgetreten, von allen Seiten angeschaut. Die machen es selbst und lernen und sie bestimmen, in welche Richtung sie jetzt drehen. Ja, das ist optimales Lernen. Während wenn ich jetzt hingehen würde als Elternteil und würde ihnen den Würfel vor den Augen drehen, dann würde ich ihren Lernprozess sehr, sehr stark reduzieren. Weil ich weiß ja gar nicht, in welchem Moment sie wohin gedreht haben wollen. Ja, und
wie schnell sie jetzt überhaupt lernen wollen. Das Tempo, wenn sie selbst den Würfel drehen, bestimmen sie ja selber. Und so ähnlich ist ja die Situation in der Schule. Die Schüler kriegen mehr oder weniger den Würfel gedreht. Alle gleichzeitig schauen zu. Und das ist an sich eine eher unglückliche Situation. Ich würde sagen, das Lustprinzip ist sehr erfolgreich gewesen in der Natur. Es ist, kommt fast dabei heraus. Es, für mich persönlich ist es die einzige Art und Weise, wie ich lernen kann. Ja. Ich kann auf eine andere Art und Weise überhaupt nicht lernen. Wenn ich mich zwinge, ein Buch zu lesen, dann lese ich jede Seite 10-mal und habe es immer noch nicht kapiert. Aber wenn es mich interessiert, wenn ich mit Spaß daran gehe, dann habe ich sie überflogen und alles ist mir klar in kürzester Zeit. Aber daran kann man sehen, ich beobachte bei meinen Kindern, wie sie mit Computerspielen umgehen, die machen mir dann zum Teil was vor. Ja. Einfach weil sie über Ausprobieren, über auch mit gewissen Strategien. Die probieren auch nicht nur blind. Die haben auch ihre Strategien, wie sie dabei vorgehen. Und auch die Strategien werden wieder mit denen wird wieder gespielt. Das ist eine Art und Weise, wie man Wissen erzeugt, auf genau die gleiche Art und Weise, wie es die Natur gemacht hat. Sie hat immer gespielt mit der Artenvielfalt, mit Mutationen, dass immer wieder was Neues entsteht. Das ist ein Spiel der Natur und so entsteht neues Wissen. So entstehen neue Kenntnisse, da entstehen überhaupt alles, was neu ist, ist auf die Art und Weise entstanden. Ja? Und unsere Welt ist momentan eigentlich im Entstehen, immer noch im Entstehen, ist ja nichts Fertiges. Im Offenen und wenn Zeit nicht terminiert ist, entsteht das Spiel. Wir entdecken heute, dass das Spiel eine unverzichtbare Ressource ist, die knapp wird wie ein Biotop. Und wie das Spiel ist auch Kindheit bedroht. In ihr können Augenblicke ewig dauern. Die Zeit der Kinder verläuft nicht gleichmäßig linear, sondern unregelmäßig und ist voller Überraschungen. Es ist eine irritierende Erfahrung, dass das Spiel reicher war, als die Gesellschaft ärmer war. Dass Kinder der Jahrhundertwende noch um die 100 Spiele kannten, heutige aber kaum noch 7 Spiele kennen, für die sie kein spezielles Spielgerät brauchen. Das ist ein verstörender Befund. Salzburg vor 200 Jahren. Er war Superstar, er war populär, er war so exaltiert, because er hatte Flair. Er war ein Virtuose, war ein Rockidol und alles rief, er kann man rock me, aber der ist gut. Wolfgang Amadeus Mozart, ein Wunderkind und das ein Leben lang, Genie und Kind. Es gibt die These, dass ein Kopist, also ein Mann, der Noten kopiert, circa 99 Jahre brauchen würde, um das Werk Mozarts zu kopieren. Mozart aber hat, wie wir wissen, nur 30 Jahre in seinem Leben geschrieben, komponiert. Und wir stehen hier vor einer Frage, die nahezu nicht zu lösen ist. Die Frage wird aber noch brisanter dadurch, dass man nun draufkommt, dass er viele Stunden des Tages spielend verbracht hat. Also ich habe jetzt zum Beispiel... Also nicht Musik spielend? Nein, Kartenspielend zum Beispiel, Tarock spielend. Ich habe jetzt dieses Jahr 1779, es ist sein vorletztes Salzburger Jahr, durchforstet. Das geht besonders gut dadurch, dass die Schwester Nannerl ein Tagebuch geführt hat und Wolfgang Mozart aus Jux und Tollerei mit Tagebuch geführt hat. Und da kann man nun sehen, dass im Hause Mozarts jeden Tag, sie haben damals schon am Hannibalplatz gewohnt, jeden Tag nachmittags gespielt worden ist, und zwar mindestens 3 Stunden.
Das heißt, es war natürlich gar nicht eine Ausnahme, auch in den anderen Salzburger Bürgerhäusern, bei den Hagenauers, bei den Schiedenhofens, überall wurde gespielt. Das Spiel war ein Teil des täglichen Lebens. Bis 4 Uhr durfte man nicht Karten spielen, das war strengstens verboten. Also hat man bis 4 Uhr Pölzl geschossen und um 4 Uhr hat man begonnen, Karten zu spielen. Und da hat man dann bis 7 Uhr Karten gespielt und dann ist man in den Mirabellgarten gegangen, spazieren gegangen oder man ist ins Theater gegangen. Mozart erschüttert unsere Vorstellung, dass die braven Kopisten fleißiger sind als das immer etwas unangepasste Genie. Aber selbst als Kopist ist der Kopist unterlegen und auch unter Leistungsgesichtspunkten ist das Spiel offenbar überlegen. Dennoch, an Mozart bleibt rätselhaft, bei so viel Spiel, Theater und Kultur, wann hat er nur komponiert? Ja eben, das ist ja die Frage. Das ist ja die Frage. Er hat sicher eine normale Arbeit geleistet an den Vormittagen. Man ist sehr früh aufgestanden, man ist täglich zur Messe gegangen und dann hat man seine Arbeit verrichtet. Also entweder musste er natürlich zu Proben in den erzbischöflichen Hof oder er musste die Messe dirigieren oder er musste also seinen Dienst versehen, er war ja Hofbediensteter, oder er ist gesessen und hat jeden Vormittag 2, 3, 4, 5 Stunden komponiert und dann sicher auch in den Nächten. Aber trotzdem haben wir keine Erklärung dafür, wie diese unbeschreibliche Arbeitsleistung zustande gekommen ist. Spielend, spielerisch. Und das hat eine Wechselwirkung. Für mich hat das Spiel eine animatorische Funktion. Praktisch das Warmlaufen eines Läufers. Das Warmwerden. Ich kann mir vorstellen, dass dieses unbegreifliche Genie Mozart, das am Nachmittag sich vergnügt, Freude findet, Lust hat, Glück empfindet mit diesem dreistündigen Tarockspiel. Denn es muss auch eine Wichtigkeit gehabt haben, wenn er es jeden Tag im Tagebuch verzeichnet. Denn ich verzeichne doch nur etwas, was auch mich erfreut hat, was mich glücklich gemacht hat. Und ich kann mir vorstellen, dass er in dieser Form des Warmgewordenseins, dieses spielerischen, existenziellen Grundverhaltens, setzt er sich dann an den Tisch und komponiert das Divertimento, komponiert ein Duett, komponiert eine Oper, eine Messe. Da ist dann auch die Vielfalt des Spiels transportiert in die Vielfalt der Musik. Leben vor 800 Jahren. Kinder spielen Mittelalter. Museumspädagogen in Hamburg spielen mit Kindern eine Woche lang von früh bis abends Alltag im 12. Jahrhundert. Das Spiel ist zwar inszeniert, aber es bleibt genügend Platz zum Improvisieren. Die Kinder reizt der Ernst des Spiels. Sie können etwas gestalten, sie müssen sogar arbeiten. Sie sprechen davon, dass sie arbeiten dürfen. Alles, was sie hier tun, ist folgenreich. Was sie versuchen, kann gelingen und misslingen. Das Abenteuer offener Situationen erregt sie. Ein Kontrast zur fertigen Welt. Nun Gott zum Gruß. Ihr befindet euch hier in der Badestube von mir Melchior, dem Bader in dieser Stadt. Nun, in meiner Baderei gibt es nicht nur die warmen Fußbäder, Bäder, dort stehen auch große Badefässer. Wir operieren dort heiße und kalte Bäder. Und am Ende befindet sich eine neue Einrichtung in dieser Stadt, die wir Erdsauna nennen. In dieser Erdsauna befindet sich ein Ofen aus Lehm und großen Steinen, auf der ich von oben herab kaltes Wasser tropfe, auf das es zu heißem Dampf zerstiebe und die Körper erhitze, die hernach in dem Fluss, den wir hier Alster nennen, abgekühlt werden.
Diese Holzdinger sind eingekracht. So, nun nehmt einmal eure Hände und bewegt so ein wenig so hin und her, auf dass sich die Hitze auch gut verteilt. Oh, wie? Oh, so heiß. Ja, ich finde das hier ganz toll. Wirklich? Mhm. Was ist denn so toll? Dass man... dass Kinder arbeiten können. Mhm. Man hat eben mehr Platz gehabt. Man war nicht so viele Straßen und Autos. Man hat noch richtig Bäume gesehen. Das war heute eigentlich nicht mehr. Und es gab immer viel zu tun, ne? Ja. Aber es ist doch auch anstrengend, die ganze Zeit arbeiten. Ja, aber es ist eine Freude, wenn man dann anerkannt wird. Spiel ist für jede Kultur unverzichtbar. Auch für die Wirtschaft ist es der Humus, auf dem ihre wichtigste Ressource wächst, produktive Arbeit. Die gleiche Wirtschaft verstopft mit ihren Waren allerdings die Quelle, von der sie zehrt. Mit dem Konsum werden Menschen zur Passivität verführt. Menschen, die später als einfallsreiche Mitarbeiter unbedingt gebraucht und vermisst werden. Das Medium Fernsehen ist eine Kulturtechnik voller Chancen. Aber eben wegen seiner vielen Möglichkeiten steht es in Gefahr, eine Droge zu werden, die von Selbsttätigkeit entlastet. Man kann Kinder nicht einfach so verpflanzen. Das kann man nicht einmal mit Bäumen machen. Vor dem Fernseher erleben Kinder bereits die Ambivalenz unserer Lebensweise und müssen sich schon entscheiden. Das Fernsehen als ein Medium, das die Welt öffnet, wenn man es selbst nicht für die Welt nimmt. Oder als ein süßes Gift, das dazu verführt, gelebt zu werden, statt selbst zu leben. Und außerdem ist es nicht meine Ziele. Weg, weg, statt es auf Wegen auszuhalten. Der Glaube, das Leben sei anderswo, das ist die Alltagsreligion einer Kultur, die fürs Spiel so wenig übrig hat wie für Kinder. Mit Raum und Zeit für Entwicklung geizt unsere Zivilisation und bietet dafür Fluchtwege. Die Entwicklungsbedürftigkeit und die Entwicklungsfähigkeit von Menschen anzuerkennen, hieße ihre Unvollkommenheit nicht zu verleugnen. Eine Zivilisation des Perfektionismus indessen kann mit Unvollkommenheit nichts anfangen. Also letztlich auch das Ungewisse, in das man immer im Leben geht, das immer wieder notwendige Raum schaffen, damit etwas Neues passieren kann. Du hast nach der Notwendigkeit gefragt. Ins Nymphenburger Schloss lädt die Schweißfurt-Stiftung jährlich nach München zum Symposium über Spiel. Das Spiel wird hier als ein Lebensgesetz in Natur, Gesundheit, Kultur und auch Wirtschaft diskutiert. In all diesen Bereichen ist Spiel unverzichtbar. Bisher konnte es überall als selbstverständliche Ressource vorausgesetzt und eingesetzt werden. Aber an diesem Selbstverständlichen mangelt es. Ich glaube, dass uns da ein ganz tiefes Verständnis von der lebensnotwendigen Spielform zukommt. Der Organismus spielt. Jede Wirbelsäule auf dem Röntgenschirm ist ein ungeheures Beispiel des Spiels mit der verloren gegangenen Balancierung fertig zu werden. Vom Bandscheibenvorfall, der einen nicht mehr bewegen lässt, wie zur Verkrustung der Wirbelsäule, wo jeder Orthopäde sagen würde, dieser Mensch kann eigentlich nicht mehr laufen, aber er läuft noch beschwerdefrei, was das Erstaunliche ist. Wie kommt das?
Und da sehe ich also, in jedem Organ sehe ich dieses unglaubliche Spiel. Auch hochkarätige Wissenschaftler und Künstler entdecken an sich, dass das Spiel ihnen zuweilen ferner liegt als die kluge Rede darüber. Das vernachlässigte Spiel macht Erwachsene eher verwachsen als souverän. Und am Ende der Verödung der angeblichen Kinderei Spiel und der Verachtung der Kindheit. Schrauben locker. Auf verschiedenen Ebenen. Dazu kommt es ja nur, wenn offenbar Dinge, die Spiel verhindern oder verachten, wichtiger sind. Also damit geht es ja los. Es ist ja ein Grundfehler im Denken und in den Handlungsvorstellungen, die damit zusammenhängen. Was ist das eigentlich, Spiel? Es ist von dem ganz alten, schon im Mittelalter reduzierten Sinn des Wortes etwas übrig geblieben in der Handwerkersprache zum Beispiel, wo ein Tischler eine Schublade macht, die Spiel haben muss. Meint er damit, dieses Ensemble besteht aus Elementen, die genügend engen Zusammenhang brauchen, um sich nicht zu verlieren, und die genügend Freiheitsspielraum gegeneinander haben müssen, um sich eigens bewegen zu können. Dann wird ein Spiel draus. Etwas, was nicht schief gehen darf, ja, ist tot. Gell? Das ist der Preis des Lebendigen, dass es gefährdet ist. Und dieser merkwürdige Bacillus, dieser Reinlichkeitsbacillus, der in dieser Leitidee von manchem Schullernen liegt, dass man von vornherein schon alle Möglichkeiten zu Fehlern möglichst abschneidet, damit man die Leute möglichst auf geradem, korrektem Weg ins Ziel kriegt. Das ist also mit Sicherheit das Gegenteil von dem, was alle Welt fordert. Einfallsreiche Menschen, Menschen, die Mut haben zu einer neuen Idee. Wenn ich mir also manche Kinderspiele betrachte, da gehören ja Umwege, Risiken, dass man auch was falsch macht und dass man dann drüber lacht. Dazu, das heißt, der tierische Ernst wäre eigentlich durch den Aggregatzustand Spiel vertrieben. Im Straßenverkehr ein Parkhaus zu viel geplant.
So entstand ein Autobunker am Schlesischen Tor, der nicht gebraucht wurde. Erst dieser Überfluss gab Kindern die Chance für ihr Haus. Vor dem Umbau fuhren hier Autos zu ihren Abstellplätzen. Ist die Kreuzberger Notlösung ein Beispiel, sogar ein Zukunftsmodell, aus Parkhäusern Kinderhäuser zu machen? Das Kreuzberger Beispiel ist ein Modell für die Zukunft. Parkhäuser zu Kinderhäusern machen. Heute